Mein lieben Legends with Larry Fans, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt hier am Ort unseres großen Triumphes. Wir haben hier den letzten Dildo klar gemacht. Das heißt, wir haben alle 32 Dildos gefunden und ja, das würde ich sagen, da ist auf jeden Fall noch ein Easter Egg drin und das geben wir uns jetzt mal ganz kurz. So, andere. Und ich möchte euch jetzt noch ein schönes Easter Egg zeigen. Sag Großfuß. Großfuß. Ja, das hatte ich noch. Ich hatte noch ein paar Easter Eggs recherchiert. Und nun ja. Gut, also unsere letzte Prüfung, die jetzt noch bevorsteht, ist der Kleidungswettbewerb. Wir müssen als bestgekleideter Mann irgendwie durch die Gegend laufen. Und ja, ihr seht Larry, der ist im Leisure Suite unterwegs. Ne? Ja, Freizeitanzug, Plastik, mitterfrei und so weiter. Wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass das irgendwie ja, Haute Couture wird. Und wir haben ja schon den Stoff aus dem Segel geschnitten und sie suchte ja noch die gute Jamie Lee Coetus. Und insofern, wir reden nochmal ganz kurz mit ihr. Geträumt haben wir ja schon, ne? Hi, Jamie Lee, da bin ich wieder. Oh, bonjour, Larry. Irgendwas passiert, während ich weg war? Unglücklicherweise nein. Okay. Gut, dann machen wir jetzt mal. Jamies Brüste erinnern dich an deine Kunstlehrerin. Ach, das war das mit der Kunstlehrerin. Genau. So, pass mal auf, Jamies Körper, ne, dann gehen wir mal ganz kurz raus. Denn wir müssen also gut, ich bin erstmal raus, du Jamie warst Lee. Nie drin, Baby. Du warst nie drin. Naja, sie ist kalt wie ein Knochen. So, pass mal auf, Jamie Lee, jetzt benutzen wir das mal mit, wo haben wir jetzt, muss ich wieder gucken, Polyestertuch. Das hatten wir ja aus dem Segel geschnitten, ne? Wo wir die Nacht so wunderschön verbracht haben, oben, ganz hoch oben. Das wäre nichts für mich gewesen. Was knutschen du da den Boden, Alter? Unglaublich. Pass mal auf, aber das geben wir jetzt mal, denn das ist ja das, was sie sucht. Sie war ja doch von unserer Idee, ein Leisure Suite zu entwerfen, sehr angetan und Baby ist ein Tuch. Vielleicht solltest du zuerst mit ihr reden? Okay. Eine überwältigende... Ich würde sagen... Dann unterhalten wir uns mal. Hi, Jamie Lee, aha, da bin ich wieder. Oh, bonjour, Larry. Irgendwas passiert, während ich weg war? Aber das hatten wir schon. Unglücklicherweise nein. So, Freizeitsachen, Gewebe. Welchen Stoff bevorzugen Sie in dieser Saison? Naturbelassene, gefärbte und gemusterte Baumwolle. Weich, fließend, alles mit Kick. Und Sie? Was gefühlsechtes? Verstehen Sie? Da müsste ich raten. Ja, hier die Freizeitsachen. Jamie, Schätzchen, ich hab's. Die Lösung Ihrer Probleme liegt vor Ihren Augen. Ja, ja, ja. Alles weiß, aber nicht zu glänzend. Leicht, aber haltbar. Kunstvoll, künstlich und... Knitterfrei! Wie bitte? Nein, nicht ich! Der Plastikanzug! Purer Polyester! Freizeit, die ich meine! Ein absolut klassischer Look! Mit Bestnoten im Dauertest nach wie vor unerreicht! Was? Toll! Ja. Also Retro ist in und Mode absolut hat schon verrücktere Sachen gemacht. Außerdem ist Mode denn nicht die Kunst, Leute dahin zu bringen, die alten Ideen für die neuen zu halten. Ja, ja. Leute, das Zeug begehren zu lassen, was sie gerade weggeschmissen haben. Sacrebleu, Larry, das könnte inauen, ja. Das Beste. Calvin Klein, das Sackgesicht sieht ganz steinalt aus. Super. Oh, warten Sie, es ist unmöglich. Wir sind auf hoher See, die Presse schon an Bord und ich habe keinen Polyesterstoff. Ich könnte per Fax ordern. Nein, keine Chance, aber ich habe meine besten Näherin hier. Nein, das geht nicht. Die sind nur für Last-Minute-Änderungen und die können nicht in kurzer Baby, Zeit... Baby, wir haben alles, was du brauchst. ...ohne Stoffe. Vielleicht nächstes Jahr. Nein. Wenn ich das nächste Jahr noch erlebe. Ja, das ist... dann machen wir das mal so. So, pass mal auf, benutzen. Jetzt hier... wo war's jetzt? Polyester-Tuch. Hier, Jamie Lee, frisch eingetroffen aus dem Mitternachtsstoffgeschäft. Alles raus hier. Jetzt aber schnell runter mit den Klamotten. Alles. Hey, das läuft ja besser, als ich dachte. Aber echt? Also gut. Aber du versprichst mir, dass du mich auch morgen früh noch respektieren wirst, nicht wahr? Beweg deinen Arsch hier raus. Hab jetzt keine Zeit für Gewäsch. Ich brauch diesen Plastikanzug als Muster. Oh, ich dachte... gut. Und gib mir deine verdammte Unterwäsche. Was? Wie bitte? Keine Zeit für weitere Erklärungen. Oh nein, jetzt geht's schon wieder los. Wer kommt uns denn diesmal entgegen? Diesmal muss ich es schaffen, ohne jemanden zu treffen.
So viel Pech kann doch nicht einmal ich haben. Doch. Na, da p*** doch der Klabautermann wohin. Oh nein. Da scheint der Klabautermann schon was abgepickt zu haben. Gott ver... Scheiß... von einem schwachenden Mutter... Das... Naja. Naja, ist nur Peggy gewesen. Ich meine, Peggy ist unsere große Liebchen im Spiel, das wissen wir, ne? Und, Achtung bitte, eine Durchsage. Die Klimbim-Familie hat soeben den Wettbewerb im Synchron-Croissant-Tunken gewonnen. Ach genau, das war das. Genau, die Klimbims Synchron-Croissant. Oh. Was ist das? Eingang. Ansehen. Der Ballsaal ist verschlossen. Okay. Aber da hängt ein Zettel an der Tür. Ready. Was steht da? Lesen. Larry, triff mich hinter der Bühne. Jamie. Okay. In Ordnung. Na endlich. Mhm. Das ist dann wohl hinter der Bühne, Bühnentür. Öffne. Sie hat sie offen gelassen. Ich komme, Baby. Mhm. Jamie. Jamie Lee? Hä? Oh, freak out! Freak out! Freak out! Diesmal werde ich aber bestimmt niemanden treffen. Bestimmt nicht, Larry, bestimmt nicht. In der nächsten Folge von Hinter den Kulissen, das Lustschiff. Bald in einem Hafen in ihrer Nähe. Cool. Okay. Das, meine lieben Leute, war Freak Out. Freak Out. So, pass mal auf, Baby. Das gucken wir uns doch direkt nochmal an. Wo war sie? Hier. Was ist da? Noch ein Zettel? Lesen. Cher Larry, nachdem ich den Kurs der Weltmode geändert habe, werde ich nun die üblichen Talkshows besuchen. Ich bin sicher, es befriedigt dich enorm, einen winzigen Beitrag zu der Größe von moi geleistet zu haben. Wenn du jemals in Manhattan oder Paris bist, kauf ruhig ein paar von meinen Sachen. Deine Jamie. Ja. Klasse. Ja. Das Gute ist, Larry findet alles klasse. So, kommen wir denn da jetzt mal rein, Freunde? Öffnen? Regeln haben dich nie gestört. Was, Larry? Verschlossen. Und hier kommen wir hier nochmal rein? Der Ballsaal ist verschlossen. Aber da hängt ein Zettel an der Tür. Den haben wir schon gelesen. Sie möchte, dass wir was bei ihr kaufen, von ihr kaufen. Das ist Neptun, hatten wir schon. Gut, aber liebe Leute, da jetzt natürlich die gute Jamie Lee den Kurs der Mode doch erheblich geändert hat, könnten wir theoretisch mal probieren, jetzt beim, wo war es hier? Ich will immer noch nach Dildos suchen, Freunde. Ich suche die ganze Zeit noch, wo sind Dildos? Wir haben sie alle, 32. So, okay, weil wir jetzt natürlich Dressman auf sie hier sind, packen wir dem jetzt nochmal. Der Reißverschluss am Hosenschlitz des Mannequins lässt sich vielleicht bewegen. Ja, ja. Na, wir wissen ja, wir waren ja schon mal hier, ne? Reißverschluss öffnen. Lass mich mal sehen, was der Kerl so alles hat. Mhm. Oh, was für ein Platz, um ein Kartenlesegerät zu verstecken. Ihre Punktzahl beträgt 100. Was? 100? Die höchste Punktzahl? Oh, cool. Du geiler Typ. Du geiler Typ. Ah ja, Ironie. Du hast dich kein bisschen verändert. Mhm. Und doch bist du jetzt voll auf der Höhe des neuesten Modetrends. Das, aber gib diesen Designern ein paar Monate, dann bist du bald wieder so unhip wie immer. Ja, ja, das kriege ich hin. Mach dir keine Sorgen, ich schaff das. Und Larry Achtung, bestimmt. Achtung bitte, eine Durchsage. Larry Leffer hat gerade den Wettbewerb als bestangezogener Mann mit einer Rekordpunktzahl von 100 Punkten gewonnen. Ja. Gratuliere, Larry. Ja, ja. Die Welt der Mode wird nie wieder so sein wie früher. Da
Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Larry, warte ich hier zu lange, bis... Das, okay. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Inventory. Wo ist unsere TLP-Punktekarte? Ansehen. Win, 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 win. Das ist eine win, 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 win Situation. Mit anderen Worten, meine lieben Leute, wir haben alles gerockt. Wir sind bereit für den Captain. Wir gucken jetzt nochmal auf die Anzeigetafel, was da beim Captain so steht. Und Moment, da wollte ich gar nicht. Geh mal zurück, Larry, geh mal zurück. Wo war's? Hier, da wollte ich hin, genau. So, gucken wir mal ganz kurz. Ansehen. Seht's euch an. Mit einem Smiley. Das ist das erste Mal, dass hier ein Smiley auftaucht. Wir sind der Klopse der Klopse, Nummer der Uno und schon mächtig großer Käse. So, pass mal auf. Das ist auf jeden Fall eine amtliche Sache. Das bedeutet, wir können jetzt theoretisch... Haben wir gewonnen. Das ist die Türe zur Privatkajüte von Captain Thai. Da dürfen wir theoretisch jetzt rein. Sie ist verschlossen. Klopfen. Vielleicht solltest du mal klopfen. Ja, ja, ja. Das müssten wir eigentlich nur drin haben. Andere klopfen. Okay, Captain. Hier kommt ein neuer Herr und Meister. Ja. Guter Gott! Was ist denn mit Ihnen passiert? Ich bin der Gewinner. Auch der letzten Woche. Oder zumindest die Überreste davon. Gehen Sie da bloß nicht rein. Bist du sicher, dass du da rein willst, Larry? Ich bin so weit gekommen. Da werde ich doch jetzt nicht greifen. Es hat irgendwo eine schreckliche Verwechslung gegeben. Nee. Man hat mir gesagt, der Gewinner des Wettbewerbs sei ein gewisser Larry Leffer. Ja. Oh, stimmt schon. Das bin ich. Ja. Siehst du, ich habe hier den Cybersniff 2000. Das ist, wir sind auf jeden Fall, wir sind ganz aufgeregt, Leute. Ich bin so aufgeregt, dass ich diese freie Kreuzfahrt gewonnen habe. Mhm. Und eine Woche mit einem super Baby wie dir. Oh, das muss aber ein Fehler im Prospekttext gewesen sein. Das war nie Teil der Abmachung. Aber ich dachte... Du weißt schon, deine Kajüte, eine Woche lang. Wie, nie Teil der Abmachung. Das war, ne, am Anfang haben sie gesagt, ne? Wer eine Woche auf dem Captain und so, der soll diesen komischen Quatsch mitmachen. Und wir haben diesen Scheiß mitgemacht. Und jetzt war alles erfunden und erlogen. Wir haben sogar unseren Vorgänger gerade noch getroffen. Und dafür hast du dich aber gut gehalten, Baby. Das muss man mal lobend erwähnen. Aber ich habe den Wettbewerb gewonnen. Fair und... Naja, gewonnen. Jedenfalls habe ich gewonnen. Ja, ich weiß. Naja, der Teil mit der Kreuzfahrt ist kein Problem. Ich bin sicher, deine Kabine ist auch nächste Woche noch nicht belegt. Aber... Und ich weiß, der Gewinner soll eigentlich eine Woche mit mir verbringen. Aber ich bin so gelangweilt. Sie ist so gelangweilt. Also der Kollege, den sie eben rausgetragen hat, der sah das ein bisschen anders. Langeweile. Das Wort kenne ich gar nicht. Was soll das heißen? Langeweile. Naja, das ist ein wenig schwer zu erklären. Langeweile die, Nomen feminin, Lustlosigkeit und Unzufriedenheit aufgrund mangelnden Interesses oder fehlender Beschäftigung. Mittelalterliche Textquellen siehe Langweilen. Zitate etwa von John Barth. Die Bediensteten bekämpften ihre Langeweile mit Glücksspiel und Tratsch über ihre Herrschaft. Wer zur Hölle war das denn? Keine Ahnung, aber ich höre ihn dauernd. Ich auch. Ich höre ihn auch dauernd, aber wir haben doch gewonnen. Captain, wir sind doch... Ja, aber wie kannst du denn jetzt die Regeln ändern? Ich dachte, ich hätte das Spiel gewonnen. Nachdem ich dich jetzt gesehen habe, Larry Leffer, verspüre ich plötzlich das Verlangen nach mehr. Außerdem sage ich immer, ein Mann sollte erst was geben,
bevor er was bekommt. Das ist sehr modern. Okay, dann leben, Baby. Also, was erwarten Sie wirklich vom Leben, Captain? Ach, ich weiß nicht. Dieser Kreuzfahrtkram ist auch nicht mehr das, was er mal war. Früher gab es Glamour und Glitter, Jetset und Prominenz, Playboys und reichlich Sex. Und heute Patrick Lindner und die Jacobs Sisters. Außerdem wollte ich nie Karriere auf See machen. Ich will zurück in meinen früheren Job. Okay. Ja? Captain eines Supertankers. Wirklich? Wirklich? Ja, ich würde alles tun, um mal wieder eine richtig gewaltige Masse unter mich zu kriegen. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich aus dem Job auf der Ambumsen Valdez gefeuert wurde. Ambums. Nur weil wir zufällig ein bisschen auf Grund gelaufen sind. Als ob es meine Schuld wäre, dass Hazelton die Nacht lieber in meiner Kabine verbracht hat, als auf dieser zugigen alten Brücke. Ambumsen, da klingelt doch was. Ne? Also Ambumsen, das hatten wir, glaube ich, schon. Ne? Und ja, wie das hier weitergeht, das werden wir dann beim nächsten Mal eruieren. Es ist jetzt nicht mehr so ganz lange, das Spiel. Ich glaube, wir nähern uns jetzt dem Ende so langsam in einigen Riesenschritten. Und ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und den Captain kaufen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch verkackt. Ciao, ciao, seid euer Spielkind 45. Das ist... da sitzt unsere Motivation. Und jetzt ist...